Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Alexander von Humboldt, die Erforschung der Welt, Teil 2. Liebe Interessierte und Freunde, dieses Kapitel stellt den zweiten Teil der Biografie von Alexander von Humboldt vor und seine wissenschaftliche Beschreibung der Welt. Hier sind auch die übrigen Persönlichkeiten aus Naturwissenschaft und Technik in der Übersicht. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Alexander von Humboldt, die wissenschaftliche Erforschung der Welt, weiter zur Biografie. Am 3. August 1804 betraten Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland in Bordeaux wieder europäischen Boden. Humboldts Privatvermögen war durch die Reise stark angegriffen. Während er sich auf der Reise unter dem Schutz der spanischen Krone nicht frei äußern konnte, nahm er später wiederholt Stellung gegen die Sklaverei und die Agrarmonokulturen sowie deren Unterstützung durch europäische Regierungen und die Willkürherrschaft der Mönche in den Missionen. Viel später erst hatte dies politische Erfolge. In Paris bereitete man ihnen einen großartigen Empfang. Von Humboldt knüpfte zahlreiche Kontakte und erhielt Unterstützung durch andere Forscher. Er blieb lange in Paris, da er dort ein Netzwerk von Gelehrten und die besten drucktechnischen Möglichkeiten für den Bericht der Amerikareise vorfand. Nach einem Zwischenaufenthalt in Italien bei seinem Bruder Wilhelm in Rom kehrte Alexander 1805 nach Berlin zurück. König Friedrich Wilhelm III. Gab ihm eine Pension von 2500 Talern pro Jahr und ernannte ihn zum königlichen Kammerherrn. Er setzte seine wissenschaftliche Arbeit an der Berliner Akademie fort. Er wurde mehrfach zum preußischen Kultusminister vorgeschlagen, schlug dieses jedoch aus. Alexander von Humboldt behielt dennoch die Gunst des Königs als glänzender Gesellschafter und kundiger Führer bei Auslandsaufenthalten. Goethe und viele andere bewunderten seine allgemeine Bildung und seine Fähigkeit der anschaulichen Vermittlung. Humboldt und Bonpland hatten ständig Material, insbesondere Pflanzen, nach Europa geschickt. Durch ihre Korrespondenzen wurde die Reise genau verfolgt. In Paris und Berlin wurden umfangreiche, museale Sammlungen angelegt und das Material aufgearbeitet. Das amerikanische Reisewerk wurde zwischen 1805 und 1834 in 30 Bänden herausgegeben, unter Mitarbeit vieler Gelehrter und von 50 Künstlern wie Malern und Kupferstechern. Es verschlang den größten Teil seines privaten Vermögens. Die Grundlage für diesen ausführlichen Expeditionsbericht bildeten die Sammlungen und diese Tagebücher Alexander von Humboldts, die hier in einer Sonderausstellung in Hamburg zu sehen sind. Nach dem Abschluss der Publikation rief der König seinen Kammerherrn 1827 nach Berlin zurück und ernannte ihn 1829 zum Geheimen Rat. Nach einem Zwischenaufenthalt in London, dabei unter anderem Absenkung in einer Taucherglocke in der Themse auf 11 Meter Wassertiefe, nach einem solchen Zwischenaufenthalt wurde von Humboldt in Berlin zum Motor der aufstrebenden Wissenschaftsszene. Er hielt Vorlesungen im Haus der Singakademie mit 1000 Zuhörern vom König bis zum Handwerker. Alexander von Humboldt wurde Stadtgespräch und faszinierte mit seiner bildreichen und allgemeinverständlichen Sprache. Er weckte das Interesse für erdkundliche und naturwissenschaftliche Fragen. 1828 organisierte er den berühmten Naturforscherkongress in Berlin, der ein Maßstab für weitere Tagungen wurde. Alexander von Humboldt plante seit Jahren eine östliche Expeditionsreise nach Zentralasien, um Vergleiche zur westlichen Hemisphäre ziehen zu können. Diese Pläne waren mehrfach verschoben worden durch die napoleonischen Kriege und anderes. 1829 erhielt er eine Einladung der russischen Regierung.
Humboldt wählte zu Begleitern den deutschen Zoologen und Mikrobiologen C.G. Ehrenberg 1795 bis 1876 und den Mineralogen Gustav Rose 1798 bis 1873. Am Anfang stand natürlich ein Aufenthalt bei Hofe in St. Petersburg und ab dem Mai 1829 die Reise mit drei gefederten Wagen, gezogen von 16 Pferden. Das war eine ganz andere Ausstattung als die Amerika-Expedition. Der ursprüngliche Reiseplan führte über den Ural nur bis Tobolsk in Sibirien, hier im Bild zu sehen. Humboldt erweiterte das eigenmächtig bis zum Altaigebirge und zur chinesischen Grenze sowie zum Kaspischen Meer. Das zaristische Regime nahm es hin. Am 13. November 1829 wurde erneut St. Petersburg erreicht. 18.000 Kilometer wurden zurückgelegt. Durch die hohe Geschwindigkeit war die schriftliche Fixierung der Messungen erschwert. Bei der Rückkehr berichtete von Humboldt erneut ausführlich vor Wissenschaftlern und dem Zaren und empfahl für das riesige Land ein System von Messstellen für Isothermen, Luftdruck und Niederschlagsmessungen. Dieses Netzwerk wurde tatsächlich in Russland installiert. Alexander von Humboldt war von dieser Reise deutlich weniger inspiriert, da er nicht die Tropenregionen Asiens erkunden konnte. Flora und Fauna des Ural schienen ihm ähnlich und er meinte, Sibirien ist die Fortsetzung der Hasenheide. 1830, zurück in Berlin, musste Humboldt Verpflichtungen am Hofe erfüllen. Er war regelmäßiger Gast der königlichen Tafel mit der Aufgabe, der Hofgesellschaft vorzulesen und Vorträge zu halten. Als Kammerherr war er auch Vorleser des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Er wurde achtmal auf diplomatische Missionen nach Paris geschickt, welche er stets zur Publikation seiner Werke nutzte. Alexander von Humboldt trug sehr zum wissenschaftlichen und kulturellen Aufstieg Berlins bei. Aufgrund seines internationalen Beziehungsgeflechtes wurde er zum Koordinator von Wissenschaftlern mit Mäzenen und förderte den Nachwuchs. Friedrich Wilhelm IV. Stiftete 1842 den Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste und Alexander von Humboldt wurde der erste Kanzler. Hier im Bild Humboldt mit einem anderen Orden. Bei der Märzrevolution 1848 waren seine Sympathien auf der Seite des Volkes. Er erlebte 1857 noch, dass der preußische Landtag ein Gesetz gegen die Sklaverei beschloss. Am Lebensende war von Humboldts Vermögen durch die kostspielige Publikation des Reisewerkes fast aufgebraucht. Finanzielle Schwierigkeiten wurden diskret vom König beglichen. Nach einem Schlaganfall 1857 starb Alexander von Humboldt am 6. Mai 1859, umsorgt von seiner Nichte Gabriele von Bülow, der Tochter seines Bruders. Bis zuletzt hat er am fünften Band des Kosmos, die Krönung seines Lebenswerkes, gearbeitet. Am 10. Mai 1859 erlebte Berlin den größten Trauerzug seiner Geschichte. Und Alexander von Humboldt wurde im Park von Schloss Tegel beigesetzt. Sein wissenschaftlicher Nachlass gelangte an die Berliner Akademie der Wissenschaften und wird bis heute aufgearbeitet. Alexander von Humboldt heiratete nie. Da er häufig Bekanntschaften mit Männern pflegte und auch in Paris jahrelang mit Wissenschaftlern zusammenwohnte, wurde über eine homoerotische Veranlagung spekuliert. Beweise dafür hat es nie gegeben. Möglicherweise hat er sich selbst diszipliniert und zurückgehalten. Alexander von Humboldt zu seinem Werk und seiner Wirkung. Humboldts Ziel war, eine Gesamtschau der wissenschaftlichen Welterforschung zu geben und durch eigene Reisen und Forschungen dazu beizutragen. Er fasste dies in dem Buch Kosmos in fünf Bänden von 1845 bis 1862 zusammen. Das Werk war ein großer Verkaufserfolg und wurde in ganz Europa aufgenommen.
Das Buch liest sich schwer durch lange Zitate, Forschungsdiskussionen und große Mengen von Zahlen und Daten. Viele zweifelten an dem großen Entwurf, anfangs auch sein Bruder Wilhelm. Goethe war dagegen von vornherein positiv eingestellt und förderte ihn. Das Humboldtsche Denken war auf die Welt im Ganzen gerichtet und hatte trotz dieses Ausmaßes eine wissenschaftlich-empirische Grundlage. Nichtwissenschaftliche Folgerungen lehnte er ab. Er war nicht nur mit vielen Wissenschaftlern in der ganzen Welt vernetzt, sondern versuchte, auch die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wie Anatomie, Altertumswissenschaft, Botanik und Biologie, Geschichtswissenschaft, Mathematik, Philologie und Astronomie zu verknüpfen, um disziplinübergreifend gesamtheitlich zu denken. Dabei war sich Humboldt stets der Unvollständigkeit des Wissens bewusst und dass es nur den aktuellen Stand widerspiegeln kann. Das Denken muss offen bleiben für neue Erkenntnisse. In der Natur wie in der Wissenschaft ist alles Wechselwirkung. So ein Zitat bei Professor Ottmar Ette, Romanist, 2009. Alexander von Humboldt erbrachte in vielen Fachbereichen neue wissenschaftliche Einzelerkenntnisse. Dazu im Folgenden einige Beispiele. Humboldt arbeitete ab 1795 zum Magnetismus. 1807 beschrieb er einen Magnetsturm in Berlin. 1826 kooperierte er mit Karl Friedrich Gauss, siehe Kapitel 20, aus Göttingen über Messungen des Magnetfeldes der Erde. 1826 machte er dem Herzog von Sussex den Vorschlag zur Errichtung von geomagnetischen Stationen im britischen Weltreich, die daraufhin umgesetzt wurden. 1829 setzte er sich für die Gründung eines physikalischen Zentralinstitutes in Russland ein, was auch durchgeführt wurde. Alexander von Humboldt trug durch mehrere Einzelstudien zur Entwicklung des wissenschaftlichen Faches Geographie bei. Er bearbeitete bereits als Bergbeamter einige Basalte und griff in die Diskussion zwischen den sogenannten Neptunisten und Plutonisten ein. Während der Amerikareise bestimmte Alexander von Humboldt zahlreiche geografische Koordinaten von Orten neu und auch genauer. In Amerika erforschte er zahlreiche Vulkane und bestieg viele davon. Morphologisch unterschied er drei Typen von Vulkanen. Humboldt erkannte die räumliche Zuordnung von Vulkanketten und einen Zusammenhang zwischen Vulkanismus und Erdbeben. Interessant ist diese Gegenüberstellung der Bilder. Links eine Originalzeichnung von Humboldt über spektakuläre Basaltprismen in Mexiko und rechts diese gleichen Basaltprismen heute. Diese Isothermenkarte der Welt geht ebenfalls auf von Humboldt zurück und zeigt die Klimazonen der Erde. Sein Biograf Hanno Beck beurteilt Humboldt als den größten Geographen der Neuzeit und den maßgebenden Forschungsreisenden seiner Zeit. Zur Klimaforschung: Er formulierte bereits 1831 einen heute noch gültigen Begriff für das Klima und beobachtete schädliche anthropogene Einflüsse durch Entwaldung und Gewässerumleitung für unser Klima. In der Astronomie beobachtete er unter anderem die Sternschnuppenfälle der Leoniden im November und erkannte ihre Periodizität. Alexander von Humboldt, hier als alter Mann in seiner Wohnung in Berlin, wird von seinen Zeitgenossen als charmanter Gastgeber und anregender Plauderer sowie von rastloser Unruhe getrieben geschildert. Er schlief nur 4 Stunden und war aufgrund seiner Allgemeinbildung und seiner Erfahrungen Mittelpunkt jeder Diskussion. Die Kommunikation mit seinen Besuchern in Paris und Berlin verlief so intensiv, dass Humboldt seine Gesprächspartner oft noch stundenlang nach Hause begleitete. Ein englischer Gast schildert, dass er bei einem Dialog ein halbes Jahr vor seinem Tode ständig aufstand und zur Untermauerung Bücher und Zeichnungen holte. Dabei wechselte er problemlos mehrfach zwischen dem Deutschen und anderen Sprachen. Mit Goethe führte Humboldt über 30 Jahre
eine Korrespondenz, die beide befruchtete. Beide achteten einander, hatten allerdings unterschiedliche Wissenschaftsansätze. Charles Darwin studierte seine Reiseberichte genau. Die Pariser Gelehrten nannten ihn den neuen Aristoteles. Simon Bolivar, der südamerikanische Unabhängigkeitskämpfer 1783 bis 1830, und der mexikanische Präsident Benito Juárez 1806 bis 1872 nannten ihn den wirklichen Entdecker der neuen Welt. 1985 wurde Humboldt als erster Ökologe von Pierre Berthoud, einem Germanisten 1907 bis 1986, bezeichnet. Viele zoologische oder botanische Arten sind nach ihm benannt, hier ein Humboldt-Pinguin. 1969 wurde festgestellt, dass nach Alexander von Humboldt mehr geografische Objekte, Orte oder Institutionen benannt sind als nach irgendeinem anderen Menschen. Zahlreiche Statuen und Denkmäler im In- und Ausland ehren ihn. Hier ein solches Denkmal in Berlin, vor der Universität, die seinen Namen und den seines Bruders trägt. Das jetzt entstehende Humboldt-Forum im Hohenzollernschloss der Hauptstadt knüpft an eine Anregung Alexanders von 1807 an, der damals ein Universalmuseum für die Berliner Sammlungen empfahl. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Forscherdrang und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Alexander von Humboldt, wissbegierig und kreativ waren und die Welt verbessert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.